Guten Morgen Deutschland! Ich war gestern in Leipzigs erstem reinen Rohkostrestaurant und hab da euch ein paar Videoeindrücke und auch ein Interview mit den beiden Besitzern und Betreibern zusammengeschnitten. Bevor ich euch das präsentiere, möchte ich euch noch informieren, dass ich jetzt nach 3 oder 4 Monaten nun doch Rückmeldung von dem Labor erhalten habe, das, wo ich mal Eindrücke für euch festhalten wollen würde, wie das so abläuft, wenn man sich ganz privat, eigenverantwortlich ohne Arzt sein Blut ziehen lässt und dort untersuchen lässt und ja, ohne halt Arzt. Und das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, also da brauchen wir noch einen konkreten Termin, aber es scheint nun doch zu klappen und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wenn das klappen sollte. Weiterhin werde ich gleich wieder einmal eine Sache tun, die ich jedem Menschen empfehle, insbesondere auch Veganern, der Gleichgesinnte sucht, aber auch generell jedem Menschen empfehlen würde. Und zwar gehe ich zu einer privaten Veranstaltung jetzt gleich, wo ich keinen der anwesenden Personen kenne. Es gibt ja bei Facebook diese Veranstaltung und also diese Veranstaltungskategorie und da müsst ihr mal surfen, was in eurer Nähe abgeht. Und da schaut man nach kleinen privaten Veranstaltungen wie so gemeinsames Kochen, Brunch oder ähnlich so Zeug. Und das ist halt dorthin zu gehen. Das ist so der Inbegriff für mich von Leben und Bewusstheit. Sich neuen Situationen zu stellen, nicht zu wissen, worauf man sich einlässt. Immer der Körper ist dann so in Aufregung und schärft die Sinne. Und ja, das Tolle daran ist, dass man lernt auch neue Menschen kennen, die einen potenziell auch wieder weiter befruchten können. Ich kenne so viele Menschen, die aus ihrem festen Freundeskreis und auch ihrer festen Umgebung Jahre, Jahrzehnte lang und teilweise ihr ganzes Leben lang nicht rauskommen und sich dann wundern, warum sie nicht schaffen, sich zu ändern. Sie haben ja so viele Ideen oder so viele Bilder im Kopf, wie sie sein könnten. Alles Neue hat das größte Potenzial, Änderungen herbeizuführen. Aufregung und positive Erregung, das sind Katalysatoren für die Bildung neuer neurologischer Netze und damit eben auch ein neues Ich. Neurologische Netze, Gedanken, Emotionen, das sind neurologische Netze, das seid ihr. Geht raus und lasst euch auf all die Chancen und auch Gefahren, die damit einhergehen, ein. Viele Menschen sind mit sich unzufrieden und wissen aber gar nicht so recht, wo sie ansetzen sollen, sich zu ändern. Sie haben viele Ideen, aber der Ansatz fehlt. Das ist ein Weg, wo ihr nichts durchdenken müsst und wo ihr euch definitiv ändern werdet. Im Kleinen oder auch im Großen. Weil die neuen Eindrücke müssen verarbeitet werden von euch, von eurem Gehirn. Und dadurch werden zwangsläufig neue neurologische Netze gebildet. Es ist im Endeffekt total einfach. Einfach neue Dinge tun und ihr werdet euch ändern. Dies ist zwar nicht immer zielgerichtet, aber ihr habt einen Ansatz, woran ihr arbeiten könnt. Und das ist eben bei den meisten Menschen das große Problem, der Ansatz. Also geht los, tragt euch bei Partys ein, bei Treffen, bei Brunches oder was auch immer und ja, lasst euch einfach drauf ein, was kommt, egal wie alt ihr seid und macht euch auch keine Gedanken, ob ihr da reinpasst oder eben nicht. Also das ist mein Aufruf heute an euch und ja, jetzt kommt erstmal das Rohkost-Video zu dem Rohkost-Restaurant Wegele. So, ich stehe hier vor Leipzigs einzigen, ersten, wie auch immer, Rohkostrestaurant. Ich kenne zumindest kein anderes und wir sind jetzt hier zu 4 zu 5, wollen einfach mal gucken, was in dem Rohkostrestaurant präsentiert wird und das Ding hält sich glaube ich schon ein paar Monate, also ich weiß nicht wie lange, aber es hält sich schon ein Weilchen, also von daher kann es gar nicht so schlecht sein. Ich bin sehr gespannt, ich nehme euch mit rein. So, das esse ich jetzt hier, 8 Falafel-Dinger. Eventuell nehme ich noch irgendwie so was Süßes danach, so eine Murmel, da haben die ja auch eine andere Murmel und schmeckt auf jeden Fall sehr lecker, der Dip schmeckt sehr lecker, auch diese Falafel-Dinger schmecken sehr gut. Und gibt es noch andere Sachen? Ne? Kannst du ruhig machen. Ja, das ist ja sozusagen das Restaurant, wie gesagt, das einzige meines Wissens Rohkost-Restaurant in Leipzig und jo, also ich könnte jetzt noch Positives berichten, lecker und nett, passt da alles. So, erst mein Abendbrot, nach diesen 8 Falafelbällchen ist das jetzt ein Kürbis-Schokomuffin. Schmeckt sehr gut, schmeckt sehr fruchtig, vielleicht ein Tick zu fettig, aber schmeckt süß, nicht sehr süß, aber schmeckt süß. Und schmeckt aber, das Schöne ist, dass er auch so frisch ist. Das Fettige geht ein bisschen unter. Das passt gut, das Frische und Fettige. Wenn es jetzt nur fettig wäre, scheiße. Aber frisch und fettig ist okay. Also von daher, lecker zu empfehlen. Hallo!
und herzlich willkommen. Wir sitzen heute im Wegele, habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Richtig. Genau, mit der Anna und dem André, den beiden A's, die das Restaurant hier leiten und auch einen Lieferservice. Und der erste, meines Wissens, belehrt mich, wenn das nicht so ist, in Leipzig, der erste Rohkost, reiner Rohkostversand und reines Rohkostrestaurant. Also ich glaube schon. Ja, denke schon. Und ja, das war für uns Grund genug, mit unserer Rohkostkönigin hier zusammen aufzutauchen und mal das Essen zu kosten. Und ich muss sagen, ich bin ja sehr kritisch und ich habe das auch vorher schon annonciert, dass ich sehr kritisch bin. Aber ich war sehr, sehr zufrieden bisher. Silke, wie war es bei dir? Ja, ich auch. Also ich bin sehr beeindruckt und vor allem satt. Ja, satt bin ich auch geworden. Und das Süße war sogar recht süß und das muss man bei mir erstmal schaffen. Und ja, ansonsten wollte ich mal wir wollten gerne euch auch mal die Betreiber da persönlich vorstellen, weil wir finden das einfach eine riesen großartige Idee, hier in Leipzig ein eigenes Restaurant, ein Rohkostrestaurant. So, Anna, ich fange mal mit dir an. Seid ihr zeitgleich dazugekommen oder seid ihr, ja? Also wir hatten zeitgleich beide die Vision, irgendwie unternehmerischen Mut zu fassen und irgendwie was Veganes aufzuziehen. Ja, meine Intention war eher so Richtung rohvegan. André habe ich dann ganz schnell auch davon überzeugen können. Verstehe. Aber ihr seid nicht zusammen, ihr seid... Nein, wir sind nicht zusammen. Businesspartner sozusagen. Genau. Ja. Cool. Das ist ja meistens fruchtbarer. Und sehr gute Freunde. Ja. Ja. Ah, schön. Und André, du hast dann dich sozusagen breitschlagen lassen? Oder? Ich habe mich breitschlagen lassen. Ja, und vegan also, war es. Bei mir war es eher veganes Restaurant. Ja. Aber vegane Rohkost hat dann auf jeden Fall gepasst. Wunderbar. Und Silke, du hast da bestimmt auch noch eine Frage auf dem Herzen. Das sehe ich dir an. Ja, ich will bloß nicht wieder die ganze Zeit reden, weil meistens rede ich immer und das ist unsympathisch. Deswegen will ich mal ein bisschen zurücktreten, Silke. Wie lange habt ihr eigentlich schon rohköstlich gelebt? Du hast ja schon vorher rohköstlich gelebt. Wie lange ungefähr, bevor du diese... Also nicht komplett rohköstlich, aber ich habe mich gern von Energiekugeln ernährt oder Smoothies. Und da bin ich dazu gekommen, auf dem Solarfestival 2013 in der Altmark. Genau, da haben die Powerkugeln mir genug Energie gegeben, um mitzutanzen und mitzufeiern. Genau, ja. Und wird das jetzt hier so gut angenommen? Wie ist so diese Reaktion von den Leuten? Ja, definitiv. Die Leute sind offen für vegane Rohkost und ja, neugierig auf jeden Fall auch. Und ja, kommen auch ab und zu. Diejenigen, die sich trauen, kommen auch mal hier rein und sind dann auch positiv überrascht. Das heißt, diejenigen, die sich trauen, das ist ja Sinn des Restaurants reinzukommen. Ach nee, ihr versendet, das meinst du jetzt. Ihr versendet auch viel, deswegen sagst du jetzt, die kommen da rein. Genau. Ah, ja. Okay. Also und, so ein Takeaway und Home Delivery Service. Ah, genau. Und wie habt ihr da, mich noch das, auch als BWLer, wie habt ihr das gestartet? Habt ihr Flyer gemacht oder Freunde? Oder wie ist das, überhaupt, dass man ins Laufen gekommen? Ich habe vorher Grafikdesign gemacht. Da ging die Flyergestaltung etwas schneller von der Hand und ja, und dann haben wir geflyert, wir haben Social Media Marketing betrieben. Es ist halt ein kostenfreies Gebiet. Das stimmt, ja. Ja, ihr macht das jetzt ein halbes Jahr und ungefähr. Ja. April habt ihr gesagt, oder was? Genau. Ja, genau. April. Mhm. Und Sie hat gerade sogar wegen profitabel und so weiter. Das ist ja, also ich vermute mal, das ist jetzt. Nicht nur Profitabilität, natürlich jeder will ja irgendwo sein Geld verdienen, aber es ist ja auch Herzensangelegenheit. Und mich interessiert, wenn es scheitern sollte, es kann ja auch sowas immer mal scheitern, ab wann seht ihr das als gescheitert an, wenn es, also gibt es da irgendwie, habt ihr da einen Ausstiegplan oder sagt ihr jetzt einfach, jetzt geht's einfach durch? Solche Gedanken machen wir uns gar nicht, weil es kann nicht scheitern, das geht nur nach oben. Das ist die richtige Einstellung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was mich noch interessiert, ihr wechselt ja einmal im Monat die Karte. Genau. Ja? Seid ihr beide die Tüftler oder ist einer mehr der Tüftler? Klar, wie macht ihr das hier? Also ich würde sagen, jeder hat seine Spezialgebiete und kreieren tun wir immer gemeinsam. Ich bin eher der herzhaftere Typ und Anna macht die Süßgeschichten. Ja, und wir finden uns dann irgendwo in der Mitte und das passt dann meistens. Lasst ihr euch durch irgendwas inspirieren oder tüftelt ihr wirklich selber oder nehmt ihr euch auch Inspiration? Also ich lasse mich gerne inspirieren durch wunderschön kreierte Food-Fotos. Ich liebe schöne Fotografien und wenn ich dann sehe, wie man tolle Torten gestalten kann, dann würde ich das auch nachmachen und Leute begeistern mit schicken Blüten, schönen Farben und genau. Ja, ja, und bei mir ist es dann meistens das Basteln während der Arbeit. Du hast die ganzen Obst- und Gemüsesorten, mal die verschiedenen Gewürze und probiert einfach aus.
Genau, das soll es auch sein. Und es schmeckt auch wirklich sehr gut. Man merkt auch, dass ihr euch da viel Liebe, das viel mit Liebe zubereitet. Und das wird ja auch richtig frisch zubereitet. Das finde ich ja so faszinierend. Man kann das ja einfach alles so beobachten, weil ihr ja so mitten habt ihr die Küche nicht irgendwo da hinten, dass keiner das sieht, sondern ihr bereitet das frisch zu und man kann es einfach beobachten. Ja, das war uns irgendwie wichtig, die Transparenz zu schaffen und das für jeden sichtbar zu machen, wie einfach und schnell und liebevoll man Essen zubereiten kann. Du planst ja auch Workshops oder ihr plant ja auch Workshops zu machen. Da hast du ja schon tolle Ideen überlegt und wirst es auch demnächst auf eurer Homepage präsentieren. Die werden wir auch verlinken. Danke. Verlinken in die Infobox. Genau, auf alle Fälle ist es eine schöne Sache und wir freuen uns total, dass es dieses Restaurant gibt. Und du hast mich ja auch, weißt du noch, im März angeschrieben. Ja, leider habe ich das ja verbummelt in der Eröffnung und wäre gern hier gewesen, aber ich freue mich total, dass es jetzt dieses Restaurant gibt und das werden wir auch ab und zu mal aufsuchen, oder? Ja, also ich sag mal, also man denkt immer, also zumindest ich, bei mir ist es so, man schaut sich die Preise an und man denkt, okay, ein paar Bällchen und ein paar Dings, ja, das ist aber teuer und so weiter, aber du bist ja echt so ein 80er, so ein mickriger Falafelbällchen, also mickrig in Form von der Quantität, aber das war echt, also ich musste rasten satt kriegen. Also, und ich habe jetzt nicht so viel gegessen heute. Muss sagen, wirklich, ja. Und dann habe ich ja noch diesen, was habe ich gegessen? Kürbismuffin. Genau, die Kürbismuffin. Und der war auch richtig süffig. Also da hast du ein Hauptgericht und denkst, dann bist du eigentlich schon fast satt. Qualität sieht eben, aber Quantität muss es nicht sein. Hauptsache Qualität, die Dichte. Ja, wir hacken noch weiter drum. Aber auf jeden Fall, muss sagen, also total begeistert. Also meine absolute Empfehlung. Danke. Also definitiv, wer in Leipzig ist. Genau, was ich noch sagen, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ihr wart ja auch beim Vegan Summer Day. Ihr seid jetzt auch immer mal bei solchen Festivals oder Festen, ne? Wird man euch jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Zeiten, gerade jetzt am Frühjahr, Sommer wahrscheinlich wieder ab und zu sehen. Ne? Auf jeden Fall. Was mir ja total geschmeckt hat jetzt beim Vegan Summer Day, der hat ja so ein Wrap gehabt aus Radicchio. Genau. War so diese Hülle und noch so eine schöne Füllung. Es war wirklich köstlich. Ich habe ja auch solche Cracker hier, die man sehen kann. Ganz köstlich, das sind diese Sauerkraut- und Leinsamen-Cracker. Oder was ist das für ein Cracker? Das ist für Leinsamen und das ist Sauerkraut. Genau, das ist wirklich sehr, sehr köstlich. Und die verkauft er ja auch so. Ne? Da gibt es so schöne Päckchen, die man da so sehen kann. Guck mal, zeig mal so ein Dickchen. Schon gemacht. Zeigen. Geht eigentlich auf der Revolution. Genau. Anna war, ne? Ich habe gearbeitet. Aber als Zuschauer bloß. Ja, als Zuschauer. Plant er da mal, weil das ist eigentlich das größte in Rohkostmessen eigentlich in Deutschland, Revolution. In Berlin. Ja. Da war ja schon massiv, wo wir dort gewesen sind. Also da würdet ihr auch so wunderbar hinpassen mit eurem Zeug. Seid ihr dann nächstes Jahr irgendwie da in Berlin? Keine Ahnung. Also dieses Jahr habe ich mit meinen Eltern besucht. Ich habe die einfach mal mitgenommen. Genau, vielleicht seid ihr als Gäste, aber auch vielleicht als. Als Gäste eher, also ja, auf jeden Fall, also das Messen mal schauen, ist doch schon noch ein Zacken größer. Wir wünschen euch auf alle Fälle alles Gute. Danke. Das ist eine tolle Idee. Genau, sowohl persönlich als auch ideal. Also ich finde das, wie gesagt, persönlich die beiden sehr sympathisch und es kommt halt auch die Idee an sich, Rohkost und generell, ja, vegane Ernährung und alles, was im Endeffekt tierleidfrei ist und alles, was mit positivem Mindset betrieben wird, kann einfach nur Daumen nach oben geben und wie du sagst, einfach immer nach vorne. Ja. Wenn ihr in Leipzig seid, kommt ihr unbedingt vorbei. Das ist in der Merserburger Straße 68. Was ist das nochmal für ein Stadtteil? Altlindenau. Altlindenau. Als ob jemand das eingeben wird ins Navi, was für ein Stadtteil ist. Ich bin da aber sehr korrekt. Genau. Entschuldigung, ja. Okay. Also kommt unbedingt hier vorbei. Genau. Na dann. Dankeschön. Dann mal verabschieden wir uns. Tschüssi. Ciao. So, ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video und habt ihr eigentlich ein Rohkostrestaurant in eurer Stadt? Und das war meine erste Frage. Und dann wart ihr schon mal auf so einer privaten Party, wo ihr wirklich keinen anderen kennt und nutzt ihr dieses Veranstaltungstool von Facebook auch so, schon exzessiv wie ich? Und da bin ich mal einfach gespannt, was ihr mir schreiben werdet auf eure Kommentare. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.